Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen und weiteren Folge hier beim Prison Simulator, dem Gefängnissimulator, wo wir einen Wärter spielen, der gerade jetzt hier neu im Gefängnis anfängt und erst einmal ein bisschen, ja, die Rangordnung des Gefängnisses lernen muss, sowohl auf der Wärterseite, aber auch auf der Häftlingsseite. Und wir sind schon mittlerweile Rang 3, wir sind immerhin schon mal Grünschnabel und wir müssen uns jetzt hier mit den Richard unterhalten. Guten Morgen, es gibt zwei Dinge, die du wissen musst. Okay? Erstens, ich denke, du bist bereit, ein paar Tricks von deinen älteren Kollegen zu lernen. Tricks von älteren Kollegen, das ist immer so eine Sache für sich. Was sind das für Tricks? Sprich mit Alexander Davis während deiner Freizeit. Du findest ihn im Gesellschaftsraum. Er wird dir den Rest erzählen. Und die zweite Sache, der Aufseher will dich sehen. Ich weiß nicht, was los ist, also kommst du besser mit mir mit. Okay. Ich würde aber erstmal sagen, Notfallbox. Ach, kann ich gar nicht ran. Okay. Richard? Ich glaube, das ist Richard war, ja. Richard, ich weiß aber, wo der Aufseher ist. Gut, ich geh rein. Guten Tag, Chef, was denn los? Guten Morgen. Warum bist du so angespannt? Brauchst dir keine Sorgen machen. Ich will dich ja nicht feuern. Ja, gut, wäre jetzt nicht allzu schlimm. In gewisser Weise möchte ich dich befördern, wenn ich das so sagen darf. Ich sehe, du machst dich gut. Also habe ich eine neue Aufgabe für dich. Worum geht es? Ist damit eine Gehaltserhöhung verbunden? Nun auf den Punkt gebracht. Leider habe ich keine Zeit, um persönliche Vorräte, Ausrüstung, Upgrades für unsere Einrichtung zu kaufen. Aha. Daher musst du von nun an Zugang zu meinem Computer. Oh, danke schön. Oh, bin ich jetzt der Chef hier oder was? Von dem aus du die notwendigsten Verbesserungen kaufen kannst. Kriege ich Geld, das ich ausgeben kann? Mach dir darüber keine Sorgen, ich werde einen Teil des Gefängnisbudgets dafür reservieren. Gib du nicht alles an einen Tag aus. Ich habe auf meinem Computer ein eigenes Profil für dich eingelegt. Du kannst es in den Pausen benutzen, auch wenn ich im Büro bin. Ich benutze es meistens abends. Okay, ich glaube, ich packe das. Ich bin froh, das zu hören. Und wenn wir schon dabei sind, Hand entstehen auf der Einkaufsliste. Du kannst es nach unserem Gespräch kaufen. Aber das ist noch nicht alles. Ich möchte, dass du noch etwas für mich tust. Heute werden wir die Wärter, die Anträge und die Beschwerden der Gefangenen in jedem Block übermitteln. Deine Aufgabe wird es sein, sie zu überprüfen. Ich mache dann also quasi wirklich ihren Job, oder was? Die abgelehnten Anträge werden mit einem roten Stempel versehen, die grünen ist klar nicht. Ich hinterlasse dir Anweisungen und schicke Leitlinien zu, sofern es welche gibt. Ist das legal? Natürlich ist das. Ich zwinge dich ja nicht, meine Unterschrift zu fälschen. Wenn du mit den Dokumenten fertig bist, unterschreibe ich sie in meiner Freizeit. Das hätte ich fast vergessen. Unsere Gefängnis steht jetzt ganz oben auf der Liste der 20 besten Justizvollzugsanstalten in unserem Staat. Je höher wir an der Spitze stehen, desto mehr Geld bekommen wir aus Subventionen. Das bestimmt unseren Platz in der Rangliste? Die allgemeine Arbeitsmoral oder wie wir sie nennen, der Respekt der Bediensteten und der Gefangenen. Je höher der Respekt ist, desto besser schneidet unser Gefängnis in der Rangliste ab. Wie können wir uns Respekt verschaffen? Das wirst du gleich herausfinden. Ich muss jetzt gehen, ich habe außerhalb des Büros noch etwas zu tun. Du weißt, was heute zu tun hast. Ja, Sir. Das ist gut. Wir sehen uns später. Du kannst gehen. Okay, also, wir sollen an den Computer, oder wir dürfen jetzt an den Computer. Ja. Kriegen wir hier schon alles ein bisschen hin. Einführung abgeschlossen. Wo sind wir jetzt hin? Wir sollen jetzt erst einmal, sprich mit dem Wärter im Gesellschaftsraum. Oh, nee, nicht mit denen, ey. Nochmal ganz kurz zurück, ältere Kollegen. Mal einen kleinen Rat an all die Leute, die vielleicht ein bisschen jünger sind oder gerade irgendwo anfangen. Ich bin jetzt auch nicht gerade ein so junger Mensch mehr. Nicht Not, Alter, aber ich bin 33 Jahre alt. Nächstes Jahr werde ich 34 Jahre alt. Ey, hallo. Ja, ich rede gerade beim Publikum, aber ist auch in Ordnung. Und ich bin mittlerweile auch schon 13, 14 Jahre im Arbeitsleben tätig. Und davor Ausbildung.
macht erstmal eure eigene Sicht der Dinge, gerade in einer neuen Firma, an einer neuen Arbeitsstätte, und lasst euch nicht allzu viel von Kollegen reinreden, besonders nicht, wenn es darum geht, sagen wir mal, Eindrücke, die man erst noch gewinnt, vorher schon zu bekommen. Ihr kennt es wahrscheinlich von der Schule aus irgendwie, da kommst du in eine Klasse und sagst, ja guck mal, der Sascha, der ist scheiße, aber es kann ja sein, dass 20 Leute den Sascha scheiße fühlen, du kommst mit dem wunderbar aus, aber die Meinung von 20 anderen kann es mal ganz schnell dazu leiten, dass dann der 21., also du, den auch scheiße findet, ohne ihn richtig zu kennen. Deshalb macht euch eure eigene Meinung. Und ältere Arbeitskollegen, ich sehe es von meiner Warte aus, ganz ehrlich, da sind manchmal traurige Existenzen dabei. Das ist auch nicht böse gemeint, aber es sind Leute dabei, die arbeiten dann 30 Jahre zum Beispiel in so einer Anstalt hier und die wissen wahrscheinlich, wie irgendwie der Hase geht oder so, aber im Nachhinein kriegen sie vom Aufseher oder vom Chef oder vom Abteilungsleiter, ja, sagen wir mal sprichwörtlich, einen in die Fresse, weil die einfach auch ein scheiß Mitarbeiter sind. So, und dann wollen sie aber sagen, wie cool sie sind. Also von daher, haltet euch da raus, macht euer Ding. Erstmal die ersten Wochen, Monate, eure eigene Meinung, eure eigene Bildung dazu, wo ihr gerade arbeitet, und den Rest könnt ihr selber gucken. Also, los geht's. Auf zu David. Das ist der Freizeitgesellschaftsraum übrigens. Da könnt ihr zum Beispiel hier auch, ja, Dart spielen auf einer überdimensionalen Dartscheibe. Nämlich zum Beispiel mit Miguel. Wollen wir das mal gleich mal machen? Ah, nee, komm, wir reden mit ihm hier. Alexander Davis. Oh. Hi, Richard hat mir gesagt, dass du mit mir reden magst. Ach, wirklich? Dann bedeutet das, dass du bereit bist, ein paar Tricks von uns zu lernen. Wie geht das? Es sind nichts weiter als Fähigkeiten, die dir helfen werden, hier zu überleben. Ich kann dich unterrichten, aber dazu brauchst du zwei Dinge. Fähigkeitspunkte und Geld. Du hast doch nicht gedacht, ich würde unser Geheimnis umsonst verraten, oder? Was sind diese Fähigkeitspunkte? Eigentlich eine schöne Idee, das so zu machen. Bei jedem Aufstieg um ein Level erhältst du einen Fähigkeitspunkt und du steigst auf, nachdem du jeden Tag etwas Erfahrung gesammelt hast. Wenn du eine bestimmte Stufe erreicht hast, genug Fähigkeitspunkte und natürlich das richtige Geld hast, kannst du eine Fähigkeit kaufen, die dir hilft, deine Arbeit besser oder leichter zu erledigen. Ja, ich glaube, du bist bereit für deine erste Fähigkeit. Wie viel kostet sie? Die erste geht aufs Haus. Sie kostet normalerweise nur einen Fähigkeitspunkt, den du mittlerweile auch haben solltest. Schau mal. So, das ist jetzt unser Fähigkeitsbaum, sowohl aktiv als auch anscheinend passiv. So, verbleibende Fähigkeiten. Hier können wir zum Beispiel unsere Gesundheit erhöhen. Hier können wir irgendwas untersuchen. Oh, Stella, was durchsuchen, das kann sein. So, ah! Durchsuchung, Einschüchterung, Level 1. Die Suche nach Gefangenen und Zellen ist um 25% schneller. Oh, das machen wir mal. Dann hier rauf gehen und kaufen. Haben wir schon gekauft? Ja, haben wir schon gekauft. So, Adlerau, du kannst verschiedene verdächtige Daten vergleichen. Drücke auf 2. Ah, okay. Rufen wir. Zu wenig Geld? Ah, okay. Also, hast du es verstanden? Ja, hab ich. Gut, vergiss nicht, du kannst jederzeit mit mir sprechen, um zu erfahren, ob es etwas Neues für dich zu erlernen gibt. Also, viel Glück. Oh, das war ja ganz angenehm gewesen. Dankeschön. Gut, der Spaziergang geht zum Gefängnishof. Können wir eigentlich jetzt schon in den Computer gehen? Das will ich mal ganz kurz noch gucken, weil er meinte ja nach unserem Gespräch, kann ich an den Computer gehen? Ah, er ist sowieso weg. Okay, dann gehen wir mal an den Computer hier. Wartemaster Account 2, wahrscheinlich hier drauf. Wo auch immer wir den Code haben. So, wir haben hier dein Geld, Gefängnisbudget. Okay, Waffen brauchen wir nicht. Shirts der Gefangenen. Ey, können wir ja wirklich alles holen, wa? Warte mal, können wir hier wirklich... Hanteln, kaufen wir. Okay. Dann haben wir hier noch sowas wie Zellen der Blocks. Da können wir die, glaube ich, ein bisschen ausweiten. Erforderliches Niveau. Okay, da kommen wir später dazu. Bettwäsche. Aber... Achso, Skins. Ah, cool. Ah... Hübsch, aber das ist alles ein bisschen teuer. Oh, hoppala. Gut, dass ich komplett zurückgehen. Aber Hanteln haben wir schon mal gekauft. Das war auf alle Fälle eine Priorität gewesen. Wir können sowieso mal gucken. Duschen.
Radio, Dusche, Werkstatt, Arbeitsstation, Hammer. Okay, gut, das sind Sachen, die kann ich jetzt alles nicht leisten. Wir können mal gucken. Guck mal hier. Wenn wir auf Select drücken, dann sehen wir zum Beispiel erstmal eine Karte. Dann haben wir hier Sammelobjekte. Da haben wir... Ach, die Weinflasche hatte ich damals mal. Die können wir uns gleich mal holen. Einführung, okay, der Spaziergang. Freizeit, Bearbeitung der Anträge, Einführung, Nebenquest. Komischerweise, hier war doch mit der Hantel was gewesen. Na gut. Inventar, wir haben gar nichts. Wir haben illegales. Ah, Zigaretten. Nee, Zigaretten ist illegal. Na gut, okay, gut. Das ist jetzt nicht allzu viel. Wir müssen uns mal später Gedanken machen. Aber das gesicherte Material oder gesicherte Zeug, wie Drogen oder so, das geben wir anscheinend weiter. Ja, ja. So, wo geht's denn hier lang? Hier lang? Ah, ja, okay. Das ist so ein Komplex. Gefängnishof. Routine Gefängnishof. Auf dem Gefängnishof besteht deine Hauptaufgabe darin, nach verdächtigen Situationen zu suchen und entsprechend so zu reagieren. Warnung, direkte Gewalt, disziplinarische Bestrafung. Okay. Das heißt, wenn jemand dann sich schlägt oder prügelt, dann gleich, ja, auf die Mütze drauf. Achte auf unangemessenes Verhalten und andere Verstöße wie Schleichen, Kämpfen. Oh, Schleichen darf auch nicht. Verdächtige Diskussionen, Zerstörung von Eigentum oder Urinieren. Wenn es ruhig genug ist, kannst du dich entspannen, aber es besteht die Möglichkeit, dass du danach nicht aufmerksam genug bist und dir etwas entgeht. Achte auf die Zeit, um Routinen ordnungsgemäß zu beenden. Du musst die Gefangenen für die Mindestzeit draußen sein lassen. Wenn du sie länger bleiben lässt, erhöht sich dein Respekt. Ah! Okay, Leute! So. Ja, was geht? Ach man, das glaube ich dir. Na komm. Stellen uns jetzt mal so ein bisschen dahin, wo wir alles einsehen können. Am besten hier. So. Oh, die verteilen sich aber überall so ein bisschen. Uns mal hier so ein bisschen um, wa? Nicht alles perfekt einzusehen. Okay, da hinten machen wir schön Sport. Hey! So! Gewalt im Griff! Können wir jetzt gehen? Du kannst gleich gehen. Greift er mich einfach so an? Warte mal, wir könnten auch. Hä? Warum schlägt er ihn einfach so? Hat er gar nichts gemacht? Was glotzt du so? Okay. Routine Gefängnishof, um Routine zu beenden. Wähler Befehl abhält. Ja, das ist erstmal jetzt nicht der Fall. Okay. Jetzt aber erstmal noch ein bisschen gesittet alles ab. Hey! Des de la Pata. Ja, ist es ja gerade! Ah! So! So, jetzt aber dafür, komm, wir durchsuchen dich einfach mal. Hey! Hallo! Ach, egal. Bist du
einfach in die Ecke. So, okay. Ah, wo wollen wir denn? Wollen wir in die Ecke pissen oder was? Von der kleine Puschlisi oder was? Hey! Pissst du mich gerade an? Im Ernst? Musst du hier pissen? Ja, natürlich! Ja, ich weiß, du pisst immer noch. Du pisst gerade auf mir rauf, aber ist in Ordnung. So, so, jetzt ist ein bisschen Freizeit quasi angesagt. Jetzt könnten wir eigentlich machen, was ihr wollt. Und machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt hier ein bisschen Training. So. Hervorragend. So. Ausdauer ein bisschen erhöht. Würde mal sagen, Leute. Achso. Na gut. Die Blümmer sollten noch hier ein bisschen hier draußen. Alles Klärchen. Ah, es ist schon viel reingegangen. Ah, okay. Gut, macht natürlich jetzt Sinn. Unser Block ist reingegangen. Ah, Mann. So, jetzt sollen wir in den Gefängnisraum gehen. Wir müssen mich die Anträge bearbeiten, okay? Ach, warte mal hier mit dieser Faust. So. Ah, Routine Antragsbearbeitung. Wenn Sie eine Bewerbung prüfen, müssen Sie sich an die Richtlinien des Tages halten. Überprüfen Sie die E-Mail mit den Richtlinien auf dem Computer. Die Nachricht ist unter dem Umschlagsymbol auf dem Desktop verfügbar. Überprüfen Sie die Zuverlässigkeit von Signaturen und Stempeln. Gefangenen fälschen Sie oft. Achten Sie auch auf den Inhalt der Anwendung. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Anwendung korrekt ist, können Sie mit einem grünen Stempel bestätigen. Wenn Sie die Einwände haben, lehnen Sie diese mit dem roten Stempel ab. Okay. Das heißt, das sind die Anträge? Oder sind die hier? Ah! Gefangene müssen den Antrag ein gültiges ärztliches Attest beifügen, um zu bestätigen, dass sie unter keiner Krankheit leiden, sowie eine Empfehlung für die jeweils zuständige Wärter, um einen Ausgang zu beantragen. Diese Änderung betrifft nur die heutigen Anträge auf Ausgänge. Okay? So. Ah, jetzt. Okay, Grundregeln, grundlegende Informationen über die Gefangenen, die mit seiner Anfrage versehen wurden, obligatorisch für seinen Antrag auf den Ausgang. Leo Johnson, ich stelle einen Antrag auf eine Genehmigung eines Ausgangs für 3 Tage, der es mir ermöglicht, an der Beerdigung meines Vaters teilzunehmen. Okay, das ist natürlich ein bisschen traurig. Beerdigung. Ja. Okay. Ich würde mal sagen, ist in Ordnung, wa? Das sieht auch gut aus. So, Stempel. Krankenhausstempel, Gefängnisstempel. Stempel des Präsidenten. Ah. Ah, auch gut zu wissen. Hier, guck mal, das ist von des Wärters aus Block A. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, wo können wir jetzt abstempeln? Okay, ich sehe noch nicht ganz durch. Ach, da sind die Stempel. Och, ey. Sag mir doch mal einer. Das sieht man aber auch so schlecht. Ist akzeptiert. So, nächster Ordner. Antrag. Ich möchte eine Aufmerksamkeit auf das wachsende Rattenproblem lenken. Es gibt immer mehr von ihnen und sie vermehren sich. Sie haben schon einige Seife vergessen und meine Schuhe zu ihrer Toilette gemacht. Gefängnis oder nicht? Diese Bedingungen sind nicht akzeptabel. Bitte handeln Sie so schnell wie möglich. Boah, ja. Das ihr nehmt.
Meine höchst geschätzten Wärter, bitte lesen Sie die Beschwerde, die ich Ihnen schreibe. Jedenfalls missbraucht einer der Wärter seine Macht über mich und die anderen Gefangenen. Er schlägt uns ohne guten Grund, man kann nicht einmal niesen. Er beschimpft uns, sticht uns beim Essen, er lässt uns nicht leben. Also, bitte tut etwas dagegen. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Stempel ist drauf. Unterschrieben ist es auch. Wärter aus Block C, okay. Da kannst du eigentlich nur grün geben, ich mal jetzt ehrlich, wa? Ich schreibe eine Beschwerde, weil ich es verdammt nochmal nicht mehr aushalte. Tut etwas gegen diesen Wichser gegenüber mir. Denn er steht immer an den Gitter und starrt mich an, ohne zu blinzeln. Nicht einmal schreien oder ein Schlag in die Nase bringt etwas. Es ist wohl verloren, also schick uns in Irrenhaus. Bald ihn nicht hier. Aha. Ne, das können wir ablehnen. Das ist ja Quatsch. So, abgelehnt. Ich möchte für die Hochzeit meiner Tochter, die auf Hawaii stattfindet, einen Ausgang für 7 Tage anfordern. Okay, James. Hochzeit. Von Schokoriegel aus dem Supermarkt. 2 Jahre für ein... Hier. Für Diebstahl von Schokoriegeln aus dem Supermarkt. Ah, das Gekrieke hier. Ja, das ist eine gefälschte Unterschrift hier. Das müssen wir leider ablehnen. Das ist nämlich der Antrag. Da geht nämlich erstmal zum Blockwärter. So, das war es gewesen. Prüfe die Echtheit der Dokumente, achte auf Stempel und Unterschriften. Ah, warte mal, dann können wir uns ja... Achso, das können wir uns gar nicht mehr angucken. Ja, das war es eigentlich gewesen. Was machen wir jetzt? Ich bin fertig. Ging schnell. Bin fleißig gewesen. Okay. Ach, hier ist doch einer. Hab ich gesehen. So, erstmal. Schade, dass die anderen nicht mal gucken können. Stempel ist in Ordnung. Unterschrift ist auch in Ordnung. Bitte versorgen Sie die Gefängnisküche mit mehr Gemüse und Tofu, denn das aktuelle Speiseangebot. Ja, okay, das können wir auf alle Fälle nachgehen. Ach, sollen wir nur auf die Echtheit prüfen, oder was? Ah, okay, und was haben wir Minus bekommen? Geh im Besprechungsraum und sprich mit den Wärter. Ha, okay. Ja, gut, vielleicht ging es hier echt nur um die Echtheit. Also beim Abstempeln der Anträge geht es halt nur um, ja, die Echtheit. Nicht um die Belangen, ob das jetzt so wichtig ist oder nicht. Wo gehen wir eigentlich lang? Aber wir kommen ja, glaube ich, hier zum Ende hin. Hätte ich jetzt nicht gedacht, okay. Weil ich dachte jetzt, der eine, der den Antrag gestellt hat, der eine starrt mich immer an. Ich schicke ihn ins Irrenhaus. Denke ich mir auch so, ey, das können wir jetzt aber nicht nachgehen. Ist alles schön und gut, aber das geht jetzt nun mal nicht. Aber wir haben hier eine schöne Haupttätigkeitsaufgabe. Das finde ich richtig cool. Und damit ist auch der nächste Tag beendet. Wir müssen mal gucken, wo wir hier rauskommen. Hier, Besprechungsraum. Und dann würde ich mal sagen, Freunde der guten Laune, was sagt mir Zeit? Die Zeit sagt, es ist soweit. Also, Barry, ich bin bereit. Feierabend. Ja. Aber wir können mal ganz kurz gucken, ob wir denn hier einsehen können. Jo, für heute ist vorbei. Risiko eines Aufstands 3% plus Respekt der Gefangenen minus 5%. Sehen wir hier irgendwie noch was, was wir vielleicht falsch gemacht haben? Nicht schlecht, aber es könnte besser sein. Okay, alles klar. Immerhin. Aber wir haben ein bisschen Plus gemacht an Geld auf beiden Seiten. Sowohl für uns, aber auch als für das Gefängnis. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Das Leben ist so wunderbar. Denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt. Für eine besondere Zeit. Bis bald.